Nach einem Jahr Pause fand am vergangenen Freitag in Kirchheim das traditionelle Mitternachtsshopping wieder statt. Viele Gebäude, wie zum Beispiel das Fachwerkrathaus, waren in verschiedene Farben beleuchtet und schufen so eine besondere Atmosphäre. Viele Besucher nutzten die milden Temperaturen am Freitagabend für einen Bummel durch die Gassen. Einige waren mit der ganzen Familie samt Hund unterwegs. Die Läden hatten an diesem Abend bis Mitternacht geöffnet und lockten mit diversen Angeboten und kleinen Häppchen. Wer Appetit auf mehr bekam, konnte sich an den zahlreichen Ständen verpflegen. Ganz in italienischer Manier zeigte ein Pizzabäcker an seinem Stand, wie der Teig für die Pizza vorbereitet wird. Es war ein stimmungsvoller Abend, der auch zu später Stunde Leben in die Kirchheimer Innenstadt brachte.